Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Kingdom Come Deliverance. Beim letzten Mal, ja, haben wir am großen Pferderennen von Thalmberg teilgenommen und ja, haben dafür auch gleich noch, oder ja, haben dafür auch gleich einen neuen Sattel bekommen und haben außerdem dem Hof Neuhof hier ein bisschen unter die Arme gegriffen. Und ja, wir wissen, wir haben noch ein bisschen was in Thalmberg theoretisch zu tun, wir haben noch was in Uschitze zu tun mit irgendwelchen Ketzern. Aber ich würde sagen, heute, jetzt ist es ja eh schon fast Abend, habe ich ja gesagt, wollen wir uns endlich mal bei dieser Taverne mal ein bisschen umsehen. Wie gesagt, da waren wir bisher noch nicht. Ich glaube, wir müssen am besten, ja, einmal hier rum. Wir waren da ja bisher noch nicht. Wir sind da einmal kurz durchgeritten, damals, als wir die ganzen Nachforschungen zum Hof Neuhof angestellt haben. Falls ihr euch erinnert, da sind wir, glaube ich, in der Nacht dann auch einfach nur mal ganz kurz durchgeritten. Also es war im Großen und Ganzen nichts Besonderes. Also wir haben von dem Ding noch nicht viel gesehen. Das ist ja mehr oder minder einfach nur eine Taverne. Ja, und heute wollen wir da mal gucken, weil wir wissen ja, die Tavernenwirte haben ja auch immer ein paar Informationen für uns zu neuen Aufträgen. Und ja, da es eh Nacht ist, können wir uns vielleicht auch gleich erstmal eine Runde schlafen legen. Und mal schauen, was wir da noch kriegen. Apropos, wo wir gerade dabei sind, wie sieht es mit unserem Essen aus? Genau, da müssen wir nämlich auch gleich was essen. Das können wir dann in der Taverne auch gleich erledigen. Da kriegt man ja in der Regel immer auch ein Essen dazu. Ich glaube links, oder? Ja. Links muss ich dann doch. Weil ich glaube, rechts sind wir beim letzten Mal lang geritten. Da kamen wir auf jeden Fall nicht an der Taverne vorbei. Da sind wir in Richtung Thalmberg geritten, falls ich mich recht entsinne. So, und dann gucken wir doch mal, was wir dort so noch so finden können. Ich meine, wie gesagt, wir haben noch ein paar Kleinigkeiten ansonsten zu tun, aber so langsam lichtet sich ein bisschen. Gut, ich habe gerade gesagt, wir haben noch das zu tun und das zu tun und das zu tun, aber mit der Zeit lichtet sich ja dann doch so ein bisschen. Wobei wir mal gucken müssen, gibt da sicher noch das ein oder andere, was wir auch vielleicht noch in Sasau erledigen können. Und ich habe mir gedacht, ich meine, ich mag Pebbles, aber ich glaube, wenn wir dann die Sache erledigt haben, wofür ich die ganze Zeit das Geld groß spare, dann werde ich mir vielleicht auch dann doch mal mich vielleicht dann auch mal bei einem Pferdehändler nach einem besseren Pferd umsehen. Ich meine, ich mag Pebbles, ja, aber ich habe es in der letzten Folge gemerkt, wie viel einfacher das doch ist mit einem schnellen Pferd. So, sie hier übrigens, sie hat einfach nur, das kann ich einfach mal verraten, sie hat einfach, es gibt halt verschiedene Aktivitätengeber. Sie hat einfach ein paar Diebesquests, also wer noch ein bisschen sein Diebestalent hochbringen will und kein Problem damit hat, anderen Leuten was zu klauen, der kann da noch ein bisschen weitermachen. So, aber hallo erstmal, der Wirt. Bist du der Wirt? Bist du der Wirt? Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Na, das finde ich ja toll. Und zwar, Vorräte? Wofür? Hast du Arbeit für mich? Benötigst du vielleicht Vorräte? Frisches Fleisch. Kein Problem. Ich kann in Ratai welches für dich kaufen. Das schafft mein Stallbursche auch. Ich rede von Wild. Wild? Aber das gibt es nicht zu kaufen. Ich müsste selbst welches schießen und das ist gegen das Gesetz. Ach so. Selbstverständlich. Würde ich sehr gut zahlen. Besonders, wenn du auch Sonderwünsche erfüllst. Wenn du mir ab und an unter die Arme greifst, bringe ich dir auch was Nützliches bei. Das ist ein interessanter Vorschlag. Ja, okay, das ist, glaube ich, auch so eine Aktivität, bei der wir halt immer wieder irgendwelches Wild jagen können. Oder halt auch andere Sachen. Ja, von welchen Tieren Andreas, der Wirt, Fleisch braucht. Ich glaube ehrlich gesagt, aber wie gesagt, wir wollen ja nicht wildern und wir wollen ja nicht groß stehlen. Deswegen werden wir das auf jeden Fall nicht machen. Was kannst du mir beibringen? Ach, Axt, okay. Wie steht's? Gibt es hier in der Gegend Probleme? Hier bei uns? Diese zwei Halunken stören mich am meisten. Kennst du sie? Bestimmt tust du das. Was für zwei Halunken. Okay, gucken wir mal. Ich kaufe mir aber schon mal den Schlafplatz. Könnte ich hier irgendwo schlafen? Aber ja. Für wie lange? Naja, eine Nacht nur wieder. Nur eine Nacht. Kein Problem, aber du zahlst im Voraus. Ja, ja, das habe ich schon immer gemacht. Ich meine zwei, mein Gott. Hier dein Geld. Ist halt so dir super billig. Gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. So, okay. Ja, wir haben jetzt, soweit ich weiß, wie auf einer Wolke zu schlafen. Ich sollte vielleicht noch fragen, wo mein Bett ist. Wir haben jetzt wahrscheinlich so eine weitere Aktivität von ihm bekommen. Genau, das mit den Köstlichkeiten. Wie gesagt, das sind so eine Sachen, die kann man gerne machen.
Die finde ich aber ehrlich gesagt, die sind halt nicht sonderlich spannend. Und wie gesagt, in dem Fall geht es halt auch, also es ist sowas wie zum Beispiel auch für Bernhard, glaube ich, wo wir die Plünderei erledigen sollen. Das sind halt so Sachen, die kann man immer wieder weiterführen. Da steckt nicht groß was dahinter. Das ist halt zum Beispiel Boxen, Jagen, irgendwen töten, irgendwen ausrauben und so weiter und so fort. Für Leute, die das mögen, die können das gerne machen. Aber wie gesagt, sowas wie das Schwert der Königin Saba steckt da ja auch dahinter. Die möchte ich in der Regel eigentlich nicht groß machen, weil sowas zieht das Ganze einfach nur Ewigkeiten in die Länge. Und zweitens, in dem Fall ist es ja auch so, dass wir wollen ja nicht wildern, wir wollen ja nicht uns gegen unseren Herrn stellen. Wie gesagt, man kann das machen, wenn man das möchte. Ich möchte das aber nicht. So, jetzt will ich erstmal... Oh, nein, ich wollte ihn gar nicht bestellen. Ich wollte ihn fragen, wo mein Bett ist. Wo ist denn mein Bett, Junge? Kann ich hier schlafen? Nee, das habe ich doch schon. Du hast bereits einen Schlafplatz. Ja, ja. Oder willst du für einen längeren Aufenthalt bezahlen? Nee, danke. Nein. Ich wollte fragen, wo mein Bett ist. Nein, danke. Ich hatte bloß das Bett gesehen. Und zwar, ja, genau, da ist es. Wo kann ich schlafen? Im oberen Stockwerk des Gasthauses. Die Treppe ist draußen. Die zweite Tür. Okay, also wie immer, die mittlere wahrscheinlich, ne? Warum es jetzt wieder weiß ist, weiß ich auch nicht. Erstmal hole ich mir was zu essen und dann reden wir mal mit diesen zwei Leuten noch. Nein, ich wollte nichts kochen, ich wollte nur was essen. Die hier offensichtlich in der Taverne sitzen und die wir angeblich kennen sollen. Gucken wir mal, wer ist denn das? Du bist ein Dorfbewohner. Ach! Gott schütze dich, Heinrich. Was machst du denn hier? Ich dachte, ihr habt eine Arbeit auf der Mühle. Hier ist dein Anteil. Was für ein Anteil? Welcher Anteil? Was zum Teufel faselst du da? Naja, diese Sache mit Thomas. Irgendwie fiel uns sein Ring in die Hände. Ach komm. Ehrlich. Seid ihr verrückt? Wenn jemand erfährt, dass ihr ihn bestohlen habt, gibt's mächtig Ärger. Beruhige dich. Genau genommen war's kein Diebstahl. Wir wissen, dass er den Ring selbst geklaut hat, also ist er auch geliefert, wenn er das Maul aufmacht. Na toll. Aber mich würde mal viel mehr interessieren. Wo habt ihr jemanden gefunden, der ihn gekauft und keine Fragen gestellt hat? War nicht leicht. Aber dann hat Fritz an Andreas gedacht. Andreas, ach so, okay. Den kennen wir ja schon, das ist der Wirt hier, mit dem haben wir ja gerade gesprochen. Und wie ist's mit ihm gelaufen? Prost! Also, zuerst war er sich unsicher. Aber als er den Ring gesehen hat, hat er ihn uns abgekauft. Ehrlich gesagt überrascht mich das nicht. Immerhin geben wir das Geld sowieso wieder bei ihm aus. Stimmt natürlich. Und danach? Und was habt ihr als nächstes vor? Jetzt, da du es erwähnst... Sag schon, was habt ihr jetzt wieder ausgeheckt? Die Macht der Gewohnheit. In Sasau haben wir versucht, artig zu sein. Ja, klar. Naja, gut. So artig, dass ihr einen Grünschnabel verdroschen habt. Ganz genau. Wir mussten in der Mühle malochen. Und ja, da wart ihr jetzt auch nicht sehr nett, wenn ich mal ehrlich bin, ne? Und habt der Müllers Tochter schöne Augen gemacht. Und wir wurden fortgejagt. Das einzig Lohnende war, diesen Drecksack zu verhauen, seinen Ring zu klauen und den Andreas zu verscherbeln. Ihr könntet euch da ganz schön in was reinreiten. Und in was? Keiner hier schert sich einen feuchten Furz um das Gesetz. Und wenn wir einem Dieb eins in den Wäldern überziehen oder einen Wagen mit Vorräten für Sigismund überfallen, raubt mir das auch nicht den Schlaf. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen... Es wäre dennoch Raub. Wach auf, um Himmels Willen! Es herrscht Krieg! Die haben unsere Eltern aufgespießt und verdammt nochmal unser vermaledeites Dorf niedergebrannt. Juckt dich das überhaupt nicht? Ja, deswegen tue ich ja was, ne, wenn ich mal ehrlich bin. Im Gegensatz zu euch, die nur irgendwelche anderen Leute ausrauben, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und wie mich das juckt. Und jetzt zieht eine plündernde Horde von Schweinen durch Scarlet. Diese Ärsche stapfen über die Asche von Jeremia, Desmond, Siegfried und Tristan. Okay, und was willst du jetzt machen? Willst du sie einfach töten, oder wie? Hacken wir diese Bastarde in Stücke, einen nach dem anderen. Ich kann das nicht hinnehmen, Heinrich. Selbst wenn ich es allein tun muss, ich werde mich rächen. Ja, okay, aber was willst du denn nun ganz ehrlich machen, will ich mal fragen. Also, das wäre jetzt mal meine Frage. Ich finde es halt gerade ein bisschen doof, dass ich quasi sagen muss, ja, ich bin für dich oder gegen dich. Ich habe ja keine Ahnung, was er vorhat. Ich meine, im Prinzip... ich weiß noch gar nicht, über was für Leute wir jetzt reden. Über Leichenplünderer, die über Scarlet ziehen, über die ehemaligen
Banditen, die vielleicht auch mit Scarlets angreifen und so weiter. Ich meine, wir haben ja da in der Nähe auch welche erledigt, falls ihr euch erinnert schon. So ist es ja nicht. Und gegen die habe oder die zu erledigen, dagegen hätte ich auch nichts. Deswegen würde mich mal ganz kurz interessieren, worüber wir hier überhaupt reden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre mal eine wichtige Frage. Wir lehren diese Hunde das Fürchten. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Hoffe ich. Ich habe noch gar nicht... Okay, es sind Leute, die Scarlets plündern. Okay, ich meine, ja, da kann man ja auf jeden Fall... Da sollte man auf jeden Fall auch was gegen machen, denke ich. Ich meine, wie gesagt, wir haben uns ja auch mehr oder minder darum gekümmert, dass die Silberminen nicht weiter geplündert werden. Ich meine, fairerweise müssen wir sagen, wir hatten dafür auch einen Auftrag mehr oder minder von Ratzig beziehungsweise von dem Tobias Pfeiffer. Und das machen wir jetzt auf eigene Faust. Aber ich denke, meine, wenn wir uns das dann nicht im Nachhinein einsacken, passt das. Mit dem Müller, ach, das ist von der letzten Quest noch eine Heimlichkeit. Guck mal einer an. Bring mir bei, wie man sich im Schleichen verbessert. Ihr wisst doch. Das würde ich mal gerne noch mitnehmen. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Was? Na, von mir aus. So, und jetzt pass gut auf. Okay. Wie hoch bin ich in Beiheimlichkeit? Kann ich schon die nächste Stufe theoretisch lernen? Ich meine, wenn ich schon mal hier bin, warum nicht, ne? Oh ja, ich kann sogar schon die die fortgeschrittenen Stufe lernen. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Das wäre schon mal ganz gut. Ich würde, bevor ich jetzt aber das sage, würde ich ganz gerne noch mit unserem anderen Kollegen reden. Den muss ich bloß erstmal gucken, wo der ist. Was kann ich denn hier eigentlich sagen? Ich frage mich, haben wir alle gleich viel bekommen? Nein, du hast weniger gekriegt. Ein Humpenbier für mich. Ehrlich gesagt, mich interessiert das auch gar nicht. Ich wollte nur wissen, was es da jetzt für eine Möglichkeit gibt. Aber, also schön. Gut, dann machen wir hier mal weiter. Bitte bring mir bei, wie man sich im Schleichen verbessert. Ihr wisst doch. So, dann Stufe 5. Ich möchte über also die fortgeschritten. Hinaus. Gut, aber nur gegen Silber. Das feiere ich jetzt aber, weil das wird jetzt tatsächlich ein bisschen teurer. Ist das nicht etwas viel? So, ich meine, eigentlich sollte er ja recht fair sein, ne? Sind wir uns einig? Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. Sollte ja eigentlich recht fair sein. Ah, okay. Nehmen wir halt 160, was soll's. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Hör gut zu. Mach's gut. So, sehr gut. Noch eine Stufe Heimlichkeit direkt. Das kann ja nicht schaden. So, achso, warte mal. Ich wollte ja erst nochmal mit dem anderen reden. Mit unserem, der noch ein bisschen mehr Haut drauf ist. Ach, da steht er ja. Tach, Fritz. Grüß Gott, was kann ich für dich tun? Naja, und zwar, was kann ich bei dir lernen? Faustkampf, na gut, das brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht, das kann ich. Matthäus hat mir was abgegeben. So soll's auch sein, so wie du uns geholfen hast. Leicht verdientes Geld, was? Ach, ehrlich gesagt, wie gesagt, mir ist das egal, wer hier so viel bekommen hat. Ohne Frage. Ein hübsches Sümmchen ohne Aufwand. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die jetzt da gegenseitig aufwiegeln soll oder was ich da jetzt genau machen soll oder machen kann. Das ist mir jetzt aber ehrlich gesagt doch gar nicht wichtig. So, los geht's. Wie sieht der Plan aus? Nun, ich dachte, der hiesige Wirt Andreas könnte helfen, aber der hat Bammel. Frag am besten Fritz. Er hat das mit dem Ring geregelt und kennt Andreas besser. Bei dem war ich doch gerade. Mache ich. Bei dem war ich doch gerade. Na gut. Gucken wir mal, was der für einen tollen Plan hat. Da bin ich ja mal sehr gespannt. So, und zwar... Ich hörte, ihr habt vor, die hiesigen Schurken abzuziehen. Das wäre was, oder? Sonst haben wir bald nicht mal mehr einen Pisspot. Und der Wirt hier könnte dabei behilflich sein. Ganz genau. Und wo liegt das Problem? Er meint, wir wären dem nicht gewachsen. Versuch du, ihn zu überreden. Das hast du schon immer gut gekonnt. Na klar. Oh, und sag ihm, ich hab dich geschickt, sonst jagt er dich zum Teufel. Na, wenn du meinst. Aber warum braucht man denn überhaupt? Weißt du, wie ich Andreas überzeugen könnte? Rede über Geld. Das war's? Ja, unser Freund, der Wirt, kann den Hals nicht voll genug kriegen. Na gut, okay. Ja gut, Geld habe ich. Ist die Frage, wie viel ich ihm jetzt da reinschmeißen will. Aber vielleicht kann ich ihn auch einfach mit der Aussicht auf Geld überzeugen. So, und zwar Leute ausrauben. Na, jetzt wird's ja aber schon ein bisschen konkret hier. Fritz schickt mich. Ich würde gerne... Ah, dem Herrn verlangt es nach Wein aus dem Keller. Ich hab ihn gleich da hinten. Okay, ich hab eine Vermutung, was das soll. Ganz recht. Zeig mir den Weg. Lebe wohl.
Er will natürlich über sowas nicht hier draußen vor allen möglichen Leuten reden, oder? Ich meine, so eine Codes finde ich immer blöd, wenn du es halt irgendeinem sagst, der davon keine Ahnung hat, muss man mal ganz ehrlich sagen, wie in dem Fall, aber ich glaube, Willkommen, Heinrich. Ja, Tag auch. Ich glaube, in dem Falle war es recht offensichtlich. Aber wir gehen wirklich richtig in den Keller. Ich dachte, das ist einfach nur, wir gehen irgendwo hin. Aber wir gehen wohl richtig in den Keller. Was ist denn das hier für eine Truhe? Sehr schwer. So, okay. Dann erzähl mal. Fritz hat dich also geschickt? Ja, das war seine Idee. Hör mal, ich kann Fritz gut leiden. Kannte seine Mutti. Aber okay. Matthäus spinnt. Leute ausrauben. Nur die, die es verdienen. Und du glaubst, das stört unseren werten Lehnsherrn nicht? Ist dir klar, in was für eine Scheiße ihr geraten könnt? Das ist eine Nummer zu groß für euch. Warum glaubst du nicht an uns? Ja, wir sollen ja das mit dem Geld machen. Ich muss mal sagen, ich bin halt momentan auch noch nicht so ganz sicher, was jetzt hier genau... Also, das Problem ist gerade, ich sehe nicht so ganz, was jetzt der Plan ist. Wir wollen die Leute ausrauben, die Scarlets ausrauben, oder verstehe ich das richtig? Ich meine, an sich finde ich das nicht richtig. Wir sollten sie eigentlich eher ratzig übergeben, aber hey, ne? Wir gucken mal, was sich dabei ergibt. Es gibt viel zu holen. Und du hättest fast kein Risiko. Ich würde also einen Anteil bekommen, ja? Und was für einen? Also schön. Aber ihr werdet eine Verkleidung brauchen. Welche Verkleidung? Denkt nach. Ihr könnt nie sicher sein, dass keiner euch sieht. Das ist wahr. Wir müssen uns anders kleiden, oder? Seht euch an wie Kuman! Was? Ist doch logisch. Jeder weiß, dass die plündern. Wenn einer von Kuman ausgeraubt wird, fragt keiner nach, wer es war. Stimmt. Aber dafür brauchen wir Kumanenrüstungen. Die von einem Anführer. 3 Stück. Was? Wegen der Helme. Dank ihnen wird euch dann keiner erkennen. Und wo zum Geier sollen wir die herbekommen? Bei Scarlets treiben sich Kuman-Banden rum. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, wo man sie findet. Sollen wir etwa ein Kuman-Lager überfallen? Vor einer Sekunde warst du noch mordswichtig und mir nichts, dir nichts, verlierst du die Nerven. Aber ein ganzes verdammtes Lager? Das ist schon ein bisschen mehr. Speer oder Deserteure. Am besten die, die sich abseilen oder leichter Beute machen wollen. Selbst Kuman müssen mal schlafen. Ja, das stimmt natürlich. Okay, gucken wir mal. 3 Kuman-Rüstungen. Alter Falter. Westlich von Uschitze, östlich von Uschitze, nicht weit von Andreas Schenke. Wo sind die denn alle? Okay, hier können wir auf jeden Fall hin. Nicht weit von Andreas Schenke, dann hier bei Uschitze 2. Ich meine, nehmen wir doch einfach die, oder? Ach so, das waren auch alle, scheinbar. Okay, weil da war aber jetzt gerade ein bisschen mehr, dass ich nicht ganz alles lesen konnte. Was war der Rest? Achso, wir könnten natürlich die Kumanenrüstung auch schon haben, ne? Beschaffe 3 Kumanenhelme mit Gesichtsschutz und 3 Kumanenrüstungen. Okay. Ja gut, ich meine, das können wir ja erledigen. Ich würde aber sagen, wir legen uns mal schlafen. Ich meine, wäre wahrscheinlich cleverer, die in der Nacht zu überfallen. Will ich das in der Nacht angehen, ist die Frage. Ich meine, dann schlafen sie. Das wäre schon irgendwie ein Vorteil, ne? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Müssen mal gucken. Ich meine, ich bin ehrlich gesagt nicht ganz überzeugt von der Sache, vor allem wenn wir uns jetzt als Kumanen verkleiden sollen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das eine gute Idee ist, aber hey. Pass mal auf, wir machen mal so bis um zwischen 1 und 2 würde ich jetzt einfach mal schlafen. Dann reiten wir in der Nacht los und greifen diese Kumanenlager an. Da kann ich ja vielleicht sogar nochmal den Bogen benutzen. Ich meine, wenn die... Ah, verdammt, ich glaube, das... In Heimlichkeit, ich hatte Scourende Chamäleon geskillt, ne? Nicht, dass ich die automatisch töten kann. Schade, jetzt wäre es natürlich clever gewesen, die automatisch töten zu können. Ah, schade. Naja gut, ich muss mal sowieso gucken. Ich meine, ich will mal schauen, ob ich das vielleicht mit dem Bogen erledige. Machen wir doch hier einfach Schluss. Ob ich das mit dem Bogen erledige? Das Problem ist, mit dem Bogen kann ich halt keine Fackel tragen und dann sehe ich... Ah, warte mal, ich kann auch den Trank des Nachtfalken dann benutzen, sobald ich in der Nähe bin. Da habe ich mir noch extra 3 gebraut dafür. So, war denn hier der Ausgang? Naja, das war ja der ganze Sinn, warum ich mir die Dinger gebraut habe, damit ich auch in der Nacht was sehen kann. So, dann erstmal zu Punkt D. Wo ist Pebbles? Pebbles, ach da. Ja, irgendwie gefällt mir die ganze Sache nicht auf der anderen Seite. Ich meine,
auch in die Richtung, in die sich das mit Matthäus und Fritz entwickelt. Auf der anderen Seite, ich meine, man kann sagen, wir tun zumindest in gewisser Weise ja auch irgendwas. Ich meine, wir töten jetzt Kuman für die ganze Geschichte. Das ist ja schon mal etwas, wo sich auch Herr Ratz sich nicht drüber ärgern würde. Und dann überfallen wir Leute, die halt Scarlet überfallen. Ich meine, ich glaube zwar nicht, dass Matthäus und Fritz die Güter dann Robin Hood-mäßig fair unter allen Scarletsern verteilen, aber wenn wir die zumindest auch verschrecken können, haben wir zumindest auch einen Vorteil darin. Ich glaube, ich nehme gleich den Trank des Nachtfalken, das ist ja schrecklich. Wenn wir die auch verschrecken können, können wir auch verhindern, dass sie mehr stehlen noch, als sie momentan schon getan haben. Ach, die Pilze verderben natürlich auch, klar. Ja, warte, lass ich die einfach mal fallen. Was soll der Geiz? So, Trank des Nachtfalken. Oha. Da sieht man doch gleich deutlich besser. Schon ein bisschen extrem. Vor allem, wie der Boden jetzt aus... Oh, den Busch habe ich dafür gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, wenn es jetzt regnet. Auf der anderen Seite... Da sind sie. Auf der anderen Seite... Das ist jetzt natürlich mega hell. Auf der anderen Seite kriege ich doch einen Bonus, wenn es regnet, ne? Genau. Ist da was? Ich meine... Okay, passt mal auf, wir machen das mal. Wir machen es mal heimlich. Ja, man, das lassen wir. Das lassen wir auch. Das Ding auch. Das aus. Die natürlich aus. Das Ding an. Ändert das was eigentlich nicht, ne? Aber Schuhe bräuchte ich schon noch. Ja, hier erhöhen zwar unsere Geräusche. Irgendwas Schweres habe ich noch an. Ah ja, die Dinger. Okay. Dann würde ich sagen, probieren wir es mal. Das kauernde Chamäleon verliere ich jetzt natürlich. Komme ich hier irgendwo runter? Wie lange hält der Trank eigentlich? Ja, ich habe ja noch zwei. Im Notfall brauche ich halt nochmal welche. Muss ich halt die Zutaten kaufen, weil ich ja die ganze Zeit nicht irgendwie groß... Oh, verdammt. Da ist noch einer wach. Okay, dann probieren wir mal ganz kurz. Wie sieht's denn aus, wenn ich dich mit dem kumanischen Bogen erwische? Oh, warte, Pfeile einlegen, natürlich, ja, sorry. Was ist denn mein stärkster Pfeil, den ich habe? Hat Pebbles vielleicht noch Pfeile dabei? Nee. Müssten mal welche von den Kumanen jetzt auf jeden Fall looten. Nehmen wir den hochwertigen Pfeil. Okay. Shit. Voll daneben, ey. Ich bin so schlecht in diesem Bogenschießen, ey. Sieht er mich? Kauerndes Chamäleon. Ah, okay, er sieht mich. So, dann ziehe ich mal mein Schwert. Ich meine, ich habe jetzt eine echt schlechte Rüstung. Aber ich habe ihn schon zum Bluten gebracht. Das ist doch schon mal schön. Ich hoffe, die anderen wachen halt jetzt nicht auf. Okay. Ich glaube, das Schwert ist jetzt automatisch weggesteckt. Scheiß auf den Gnadenstoß. Ich will dich looten, Junge. Darf ich dich jetzt looten? Jetzt ist der runtergefallen, der Mistkerl. Okay, das hat mit dem Bogen ja nicht ganz so gut geklappt. Kannst du das Schwert mal wegstecken, Heinrich? Bitte, danke. Aber ich muss sagen, selbst mit... Ich glaube, bei dem Regen ist das mit dem Nachtfalken gar nicht so gut. Der Regen macht es ein bisschen schwieriger. Aber dafür sind unsere Geräusche jetzt enorm verringert. Oh, eines Kuman, what? Ich glaube, das ist für eine von den Bernhard-Quests kann man halt Ohren von Kumanen abgeben. So, das Ding brauchen wir und eine Rüstung, wurde gesagt, ne? Kumanisches Gurtzeug, aha. Da. Das müsste es ja dann sein, ne? Hoffe ich mal. Ja, Kumanhelm mit Gesichtsschutz. Ist das auch die Rüstung direkt? Jawohl. Und die restlichen kann ich jetzt ja dann vielleicht... Oh, warte, ich bin überladen. Die restlichen kann ich dann ja vielleicht... Magdeburger Kürass. Jetzt wird... Ja, ja, okay, das ist klar gewesen. Kann ich ja dann vielleicht hier sogar looten jetzt. Mal gucken. Da schläft auf jeden Fall einer. Mal gucken, ob das jetzt klappt.
Ah, der schläft in Rüstung, okay. Ah, vielleicht kann ich den ja... Jawohl, ja. Und tschüss. Nice. Das hat doch mal gut geklappt. So, dann nehme ich mir von ihm natürlich auch noch sein Zeug. Warum nehme ich... Ja, den... Warum ist der so verdreckt? Und das Kettenhemd. Sehr gut, damit habe ich zwei. Essen muss ich noch nicht wieder, ne? Damit habe ich schon mal zwei. Oh, warte, das ist sehr schwer. Gut, never mind. Damit habe ich schon mal zwei. Ein weiterer Kumane scheint hier ja nicht zu sein. Gut, dann legen wir mal ganz kurz unsere normale Rüstung wieder an. Den Bogen lasse ich jetzt tatsächlich mal ganz kurz. Kettenhaube, Kettenhemd, Kürass, Sporen. Panzerhandschuhe. Das. Okay, passt soweit. Glaube ich, ne? Ach, die Google, theoretisch. Ey, lass ich jetzt einfach mal dran, scheiß der Hund drauf. Okay, was ist denn jetzt hier am nächsten von den anderen beiden? Okay, das bei Talmberg, das Nummer B. Dann nehmen wir mal das. Schade, dass hier nicht drei waren. Das hätte es einfacher gemacht. Mit etwas Glück, boah, ich sehe gar nichts. Selbst mit dem komischen Trank gerade wegen des... Boah, das mit dem Regen sieht echt... Boah, das ist echt trippy. Oder das war noch gar nicht das Lager, kann das sein? Das Lager kommt erst da vorne. Cool, ich hab ein Alternativlager gefunden. Das heißt, wir müssen nicht mal so weit reiten. Da vorne scheint nämlich noch ein Lager zu sein. Das macht's mir einfacher, da muss ich nicht so weit reiten. Finde ich ehrlich gesagt nicht schlimm. Zack, zack. 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 So, und die Schreitstiefel noch. Der Trank hält scheinbar auch noch ein bisschen. Frage ist, ob die jetzt auch schlafen oder ob da auch wieder einer noch wach ist. Aber ich meine, finde ich jetzt ganz gut. Ich meine, ich hätte jetzt gedacht, das wäre schon das Lager gewesen, das wir gefunden haben. Ich meine, hat es jetzt auf einmal aufgehört zu regnen? Okay. Was ein Übergang. Ach, das sind Rehe. Die sind aber sehr nachtaktiv gerade. Sind die echt wach? Oder sind die jetzt wegen der Rehe wach geworden? Ich habe das Gefühl, die sind wach. Da pennt einer. Ich habe gerade einen reden hören, dachte ich aber. Jetzt habe ich natürlich den Superbonus nicht mehr. Wegen des Regens. Das ist jetzt der Nachteil. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwo welche reden hören gerade. Aber gut. Wieso konnte ich denn nicht umhauen? Ich war wahrscheinlich nicht nah genug dran und dann hat er mich bemerkt, weil ich ihn berührt habe oder so. Du siehst mich nicht. Okay, den sollte ich vielleicht erst später erledigen. Komm an, das Chamäleon. Ich dachte, da kam was von hinten. Ja, an den sich ranzumachen. Ich muss dann wahrscheinlich von der anderen Seite, von dem Zelt kommen. Wenn der sich wieder hinten packt jetzt. Da hinten ist der andere Typ. Wir haben jetzt Verstärkung geholt. Das Problem ist, ich glaube, das von diesem hinten umhauen wird halt schwer. Das funktioniert ja so selten. Ich probiere es einfach mal. Aber wisst ihr was, ich nehme mal ganz sicherheitshalber, weil ich halt wenig Rüstung gerade trage. Nehme ich zumindest mal den. Einfach, weil ich so wenig Rüstung jetzt trage und dabei bei der ganzen Aktion sterben könnte. Und das muss ja nicht sein. Ah, der Typ hat es jetzt dahin gelegt. Ich könnte auch versuchen, die Typen zu vergiften irgendwie. Ah, gut. Jetzt merkt man vielleicht auch, warum ich jetzt auch kein so großer Freund von dem Schleichen bin. Das dauert immer, man muss halt immer sehr lange warten, bis man die Möglichkeit kriegt, das zu tun, was man tun möchte. Aber dann schafft man es vielleicht auch. Hau den noch um. Der andere hat es mitgekriegt.
Megunter das Elende! Friedrichen, Otwan! Oh, hallo! Lass mich mein Schwert ziehen. Ja, das habe ich gedacht, dass das passiert. Ist da noch einer? Da ist noch einer. Boah, warum sind das noch zwei? Okay, das war eine dumme Idee. Das Schleichen zu probieren war eine super dumme Idee. Vor allem, weil ich jetzt irgendwo hier in der Ecke hänge. Und nichts tun kann. Ich sehe ja nicht mal, wo ich... Ich kann ja... Das Problem ist, ich kann mein... Da sind drei noch? Wo kommen die denn auf einmal alle her? Ich kann halt momentan nicht sehen, wo ich festhänge, weil ich nicht drehen kann, die Kamera. Sehr geil. Ich will doch nur raus. Oh, danke. Wenigstens etwas. Ja, das war natürlich clever, in der schlechtesten Rüstung hier reinzukommen. Aber gut, die greifen gerade nicht an. Das nehme ich. Und ich habe den Sadisten gekriegt. Sehr gut. Ich glaube, das ist ja nur ein Stärkebonus. Alter! Hört mal auf, mich von zwei Seiten anzugreifen. Au! Ich sehe halt gerade nichts. Irgendwo hänge ich wieder fest an irgendeinem Baum oder sowas. Und ich kann mich halt nicht umsehen. Das ist halt das Schreckliche. Du kannst dich halt... Ah, es war ein Zelt. Du kannst dich halt auch nicht umsehen. Das ist dann nervig, wenn so ein festes Mega anvisieren ist. Ja, gut. Am Ende ist es doch wieder ein reines Kämpfen geworden. So, erledige ich dich mal. Es ist natürlich doof, dass ich den jetzt so gekontert habe, dass ich dann alle um mich herum hatte. Zack. Ah, die haben alle nicht mehr viel. Ich habe die schon gut erledigt. Ich sehe gar nichts gerade. Danke. Im Dunkeln macht das natürlich, ist das natürlich noch geiler dann. Oh, ich habe den erledigt mit der verdammten Fackel. Das war nicht so clever. Okay, der hat sogar noch ein bisschen was. Ganz ruhig, Kollege. So, jetzt brauche ich erstmal Ausdauer. Ich sehe nämlich nichts mehr. Der mit seinem dummen Schild, ey. Der andere haut halt jetzt blöderweise wahrscheinlich ab. Das ist das Problem. Ich sehe kaum was jetzt. Selbst mit dem blöden Trank. Ja, ich wollte es mal schleichend probieren, aber man merkt, ich bin entweder nicht dafür geschaffen, weil ich die drei Typen scheinbar übersehen habe, oder ich war einfach zu laut. Alter. Und jetzt sterbe ich bei der ganzen Aktion noch. Ich sehe es kommen. Ich weiß, man sieht fast nichts. Ich sehe auch fast nichts. Ich gehe gerade nur von den Pfeilen aus, so ungefähr, was hier passiert. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert, um ehrlich zu sein. Ich versuche auch nur so ein bisschen zu kontern. Man sieht ja selbst mit dem Trank gerade überhaupt nichts. Ich nehme mal eine Fackel. Dafür, dass der Trank noch wirkt, oder hat er schon seine Wirkung verloren? Der andere ist natürlich jetzt abgehauen. Da kann ich jetzt nichts für. Aber okay, ich glaube, damit haben wir alles. Zack. Brauche ich das kumanische Kettenhemd? Ist das das? Ist das die Rüstung, die ich brauche? Den Gesichtsschutz, ja. Der Gesichtsschutz und die Kumanrüstung. Das heißt, wenn ich das jetzt... Okay. Das heißt, ich habe alles. Dann packe ich mal ganz kurz ins Inventar. Ins Pferdeinventar. Erstmal ziehe ich mich jetzt voll an wieder. Es war irgendwie nicht so die cleverste Variante, aber ich wollte es wenigstens mal probieren. Das war so eine typische Möglichkeit, wo man halt mal, wo man halt eventuell sogar mal hätte eine Möglichkeit haben können, dass es schleichend funktioniert, aber das ist ja dann mal voll schief gegangen. Okay, aber ich habe jetzt erstmal wieder Platz im Inventar, das ist super. Das heißt, ich kann auch noch theoretisch ein paar von den Kumanen ausnehmen. Bin ich jetzt schon? Was mal auf, ich nehme aber mal ganz kurz. Davon habe ich mir doch auch welche gemacht, oder? Ringelblumenaufguss, genau. Zack. Ich glaube, die füllen ja auch ein bisschen meinen Magen wieder, die Dinger. So, den hier. Leben die noch? Okay. Warum die noch leben, warum die nicht mehr leben, weiß ich nicht. Normalerweise töte ich die ja bei der... Hallo? Ich hätte gerne einen... Wollt ihr mich verarschen? Ich habe doch extra geprüft, ob der Typ noch lebt. Und hätte gerne einen Todesstoß gemacht, Spiel. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder? Dann steht er halt einfach wieder auf, ne? Ist klar, Spiel, ist klar. Nee, stirb. Schießt mich der eine gerade mit Bogen? Oh ja. Ich sehe ja wieder nichts, ich habe ja keinen Trank mehr. So, meine Güte, also das fand ich jetzt ein bisschen widerlich. Ich meine, ich hätte ihn gern getötet, wenn ich die Chance gehabt hätte.
Aber ich durfte offensichtlich nicht. Ich habe fast das Gefühl, das war so ein Mischding. Die waren gerade in einer Mischung aus schlafend und bewusstlos oder sowas. Also, keine Ahnung. War ein bisschen komisch. Ja, wäre wahrscheinlich auch noch ein bisschen einfacher geworden. Der hat Käse dabei. Bei dem ist er natürlich noch auf 100, obwohl der den wahrscheinlich auch nicht erst gerade gemacht hat, ne? Will ich nur mal ganz kurz sagen. Und sobald ich den einstecke, wird er verderben wie sonst was. So, wo ist denn der andere jetzt? Der andere Kollege hier. Wollte ich ja nur mal ganz kurz erwähnt haben. So, der Bogen kann man gut verkaufen. Das Ding kann man auch ganz gut verkaufen. Und dann haben wir das Zeug auch zusammen. Das ging ja dann doch ganz gut. Kann ich die Truhe noch? Oh, guck mal. Wow, danke. Danke dafür. So, damit haben wir schon mal alles. Dann würde ich mal Folgendes sagen. Wir machen es mal folgendermaßen gerade. Ich packe mal die Sachen in die Truhe, die ich nun wirklich nicht, ins Pferd, die ich nicht brauche. Packe ich das Ding auch mal tatsächlich rein. Und behalte aber die kumanischen Sachen, die ich benötige. Und nehme mir die auch aus dem Pferd. Damit ich das dann habe, wenn es darum geht. Ah, okay, warum waren das zwei? Keine Ahnung. So, das Ding da ist kaputt und das sieht auch ehrlich gesagt nicht wirklich kumanisch aus. Wir nehmen, wenn, dann die richtig kumanischen Sachen hier. So, jetzt müssten wir alles haben. 3 Kumanen Helme, 2 von 3 Kumanen Rüstung nur. Ah ja, perfekt. Gut, dann können wir jetzt wieder zurück. Dann müssen wir jetzt wieder zu Punkt A. Sehr schön. Ja, das lief jetzt nicht ganz so gut. Es waren auch sehr viele Kumanen noch wach. Gut, die haben natürlich Wache gehalten. Never, gebe ich ja zu. Ist durchaus logisch gewesen. Will jetzt nicht sagen, dass das nicht logisch wäre. Ich will bloß kurz gucken, ob ich in die richtige Richtung auch reite. Nicht wirklich. Rechts lang sollte ein Weg irgendwo sein, den Berg hoch. Ist natürlich clever, das mitten in der Nacht jetzt hier zu machen. Ah, da hinten geht so langsam die Sonne wieder auf. Im Osten. Aha. Hier sollte irgendwo ein Weg sein. Ach, vielleicht habe ich mich wieder aus Versehen gedreht. Ja, okay, noch ein bisschen weiter rechts. Ich war nur nicht weit genug rechts. Also hatte ich mich ausnahmsweise mal nicht gedreht. Ich hatte halt diesmal nicht drauf geachtet. Hallo. Ich wollte nicht... Verdammt. Mann! Ich will doch hier nur hochspringen. Pebbles, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du hier nicht hochkommst. Danke. Ich weiß, ich sollte nicht durchs Dickicht reiten. Das ist auch selten dämlich, aber... Ah, ich wollte jetzt nicht einen falschen Weg erst 5 Meilen reiten. 5 Kilometer, ja. Ah, da ist der Weg. Okay. Meine Güte, das war anstrengend. Ah, ich bin ja mal gespannt, was sich daraus dann ergibt. Aber gucken wir mal. Erstmal muss ich den Weg zu der verdammten Kneipe zurückfinden. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich reite falsch. Hier lang? Ja, ja, ja. Den Weg und dann irgendwann nochmal rechts. Man sieht halt nichts. Aber ich muss sagen, die Dunkelheit ist halt sehr stark schon. Also selbst, ich weiß nicht, ich glaube, das Problem mit dem Trank war halt gerade, dass es geregnet hat. Und bei Regen wird das mit dem Trank irgendwie ein bisschen kontraproduktiv. Weil ich glaube, das Ding ist halt irgendwie, verstärken sich die Kontraste dadurch auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, was genau passiert. Wahrscheinlich hauptsächlich das Gamma wird natürlich, also jetzt rein vom spielerischen Aspekt, das Gamma wird wahrscheinlich erhöht, aber wer weiß, ob die auch noch an den Kontrasten spielen, um es ein bisschen oder ein bisschen mysteriöser aussehen zu lassen, das weiß man ja nicht. Aber ja, dadurch, dass es dann geregnet hat, hat man fast nichts gesehen. Hat nicht viel gebracht. Ein bisschen schade, dass wir es nicht schleichend hingekriegt haben, aber irgendwie, ich habe die ganzen Gegner nicht gesehen. Ich meine, ich hätte ja zumindest 2 von denen schleichend erledigen können, aber das wollte das Spiel dann auch nicht. Wie spät ist denn überhaupt? Ah, ist schon 5. Gut, vielleicht sind die auch einfach schon aufgestanden in der Zeit. So, bist du schon wach, Kollege? Wahrscheinlich noch nicht, ich muss noch ein bisschen warten, ne? Dann warten wir mal noch ein 2 Stündchen. Ich glaube, in 2 Stunden sollten die soweit sein. Ah, ich kann hier von dem Topf ja noch nicht essen. Ah gut, Töpfe gibt es ja en masse, ganz ehrlich. Also, wenn es was gibt, dann gibt es die Töpfe. Das sollte dann schon passen. Ich weiß gar nicht, gibt es hier irgendwo was, um sich frisch zu machen? Ich habe ein bisschen was abgekriegt. Ah, der Ringelblumenaufguss halt echt in Ordnung, oder? Also, ich hatte ja schon eine ganze Menge Leben verloren. Der halt schon echt nicht schlecht. Ich meine, man kann ansonsten natürlich noch, man kriegt ansonsten natürlich noch Gesundheit durchs Schlafen zurück. So RPG-typisch. Ah, ist natürlich kein Wasser drin. Und man kann außerdem... es gibt noch einen Skill, bei dem man automatisch über Zeit Gesundheit regeneriert, tatsächlich. Ja, das... Willkommen, Heinrich. Tach. So, ich hab das Zeug.
Gott sei mit dir. Ich habe sie. 3 komplette Sätze. Was? Alles? Ja, hier. Das, 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 das und das. Alles, was nötig ist. Los, lass sehen, wie du damit aussiehst. Lebe wohl. Warum muss eigentlich ich das ausprobieren? Oh. Ernsthaft jetzt? Sie ist etwas... Gewöhnlich? Wirklich, Leute? Ich hab sie den Kumanen abgeknöpft. Nun ja, sie sieht nicht gerade furchteinflößend aus. Immerhin so furchteinflößend wie ein kleines Küken. Also für mich siehst du nicht gerade wie ein Kumane aus. Habt ihr überhaupt schon mal einen Kuman gesehen? Du meinst so aus der Nähe? Sei nicht albern. Aber Milomir hat sie oft genug beschrieben. Jeder weiß, dass Kumanen furchteinflößend aussehen. Das sind Barbaren. Heiden. Während du eher wie ein verkleideter Junge aussiehst. Wer zur Hölle ist dieser Milomir? Ach, einer meiner Stammkunden. Er bewacht fahrende Händler und weiß, wovon er redet. Glaub mir. Hat einem Kuman gegenübergestanden und ist für wahr mit dem Leben davongekommen. Na klar. Frag ihn doch einfach selbst. Ach, was wisst ihr schon? Und Heinrich, zieh dieses verdammte Ding aus, bevor dich jemand sieht, ja? Also ganz ehrlich, ich meine, ich habe ja Kumanen gesehen. Was wollen die mir denn bitte erzählen? Naja, von mir aus. Habe ich es ausgezogen? Nur so zur Sicherheit. Achso, den Bogen kann ich ja mal wieder ablegen. Nicht, dass ich was gegen den Bogen... Ah, ich habe vergessen, Pfeile zu looten, ne? Ja, dämlich. Dämlich, dämlich, dämlich. Ich muss mal gucken, dass ich mir mal wieder ein paar Pfeile besorge. Oder einfach mal loote bei den nächsten Gegnern. Die meisten Gegner haben ja irgendwo Pfeile dabei. Na gut, dann fragen wir mal den komischen Milomir. Was denn noch für ein Kuman so an mir fehlt? Außer einer Kuman-Rüstung. Seid gegrüßt, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Ja, das klingt vielleicht etwas seltsam, aber... Es heißt, du hättest schon viele Kumanen gesehen. Und würdest einen sogar im Dunkeln erkennen. Allerdings. Gib mir einen aus und ich erzähl dir Geschichten, da rollst dir die Fußnägel hoch. Na, komm, okay. Bitte sehr. Habe ich überhaupt was? Danke. Ach so. Wie heißt du noch gleich? Eigentlich ist das doch scheißegal, oder? Aber okay, ich bleib mal... Ja, ich weiß nicht. Ja, ich will ja nur erfahren, wie die aussehen. Also der kann darauf auf ja nichts zurückgreifen, auf nichts zurückfallen, oder? Heinrich. Mir egal. Neulich habe ich eine Karawane von Wien bis hierher begleitet, als plötzlich ein Unwetter aufgezogen ist. Hagel, Blitze, Schnee und dergleichen. Schnee? Im Sommer? Unterbrich mich nicht. Wo war ich? Ach ja, das Unwetter. Sind vom Weg abgekommen. Haben unsere eigenen Füße nicht mehr gesehen. Und auf einmal hören wir Gesänge. In der Ferne war dann Feuer. Auf einer Lichtung mit unheilvollen Gestalten drumherum. Dämonische Lieder singend. Und diesen unheilvollen Gestalten hat der Schnee nichts ausgemacht? Warum haben sie nicht irgendwo im Warmen gesungen? Schweig still, du! Du! Wie unter einem Bann sind wir auf das Feuer zu und in diesem Moment haben wir sie gesehen. Barbaren? Monster? Dämonen, fragst du? Nein. Kumanen. Und unter ihnen ein Haufen Säuglinge. Weinend und schluchzend. Also hat doch jemandem die Kälte zu schaffen gemacht. Ich hätte auch gezittert. Schnee tut mir nicht gut, besonders im Sommer. Und diese teuflischen Kreaturen tranken das Blut der Säuglinge und trieben es mit Teufelinnen. Und wir standen wie angewurzelt da. Nur mir ist es gelungen, mich vom Zauber zu lösen. Ich sag's dir, noch nie bin ich so gerannt wie an jenem Tage. Ich konnte gerade noch entkommen, als Einziger. Seitdem sitze ich hier, kann nicht arbeiten, bin wahrscheinlich immer noch unter dem Bann. Ohne Zweifel. Vermutlich unter dem Bann der Faulheit. Pass auf, Milomir. Deine Geschichte ist von vorne bis hinten der reinste Bockmist. Was weißt du schon, du zerlauster Bauer, du? Ich bin aus Skarlitz. Ich sah mit eigenen Augen, wie diese Bastarde meine Familie abgeschlachtet haben. Also, das hättest du früher sagen können. Hätt mir die Geschichte für wen aufgespart, der sie hören will. Okay, aber wer hat dir denn überhaupt diesen Spaß erzählt? Wo
hast du diesen Unsinn aufgeschnappt? Wer verbreitet denn die Gerüchte, wie angsteinflößend die Kumanen aussehen? Oh, viele Leute aus der ganzen Gegend. Brinus der Köhler in den nahegelegenen Wäldern hat mir von ihnen erzählt. Und Olena, das Weibsbild vom Fischer in Thalmberg. Und der junge Willibald, ein Stallbursche vom Uschitzer Gestüt, hat sie auch gesehen. Okay, vielleicht sollten wir mit denen mal reden. Jetzt bin ich gerade ein bisschen... Offensichtlich hast du etwas Wichtiges bei einer Leiche zurückgelassen, die ging... Oh, okay. Hab ich? Was hab ich... Hä? Okay, keine Ahnung, was ich zurückgelassen habe. Vielleicht habe ich aus Versehen jemanden getötet. Vielleicht war einer von den Kumanen irgendwie... Ach, es kann sein. Kann vielleicht auch sein, dass ich... Dass ich nicht alle Leichen... Kann es sein, dass das passiert? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, was jetzt passiert ist, um ehrlich zu sein, weil das ist mir nicht passiert bisher. Kann es sein, dass ich vielleicht irgendwelche Kumanen nicht gelootet habe und deswegen quasi deren Helme und Rüstungen als... quasi als mögliche Quest-Items, die mir verloren gehen könnten, in die Truhe gepackt worden. Wir können uns das ja irgendwann mal ansehen. Es ist jetzt, also ich sehe jetzt aber ehrlich gesagt nichts, was das ansonsten sein könnte. Gut. Dann gucken wir mal ganz kurz, was die uns erzählen können. Wo sind die genau? Okay, einmal hier. Ach, das ist der Köhler. Dann haben wir da den Typen vom Uschitzer Gestüt und dann die Olena noch. Ja gut, wir fangen mal... Fangen wir mit dem Köhler an, der ist am nächsten. Also kann ich mir jetzt nur vorstellen, ja. Ich wüsste gerade nicht... Also es muss ja irgendein Kumane sein, den wir getötet haben. Und dass der irgendeinen Questgegenstand dabei hat. Wusste ich gar nicht, dass es so ein System gibt. Eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Wir können ja mal nachgucken, wenn wir nochmal in Rattay sind. Es war ein Rattay, ne? Wie gesagt, es ist mir selbst nie passiert, um ehrlich zu sein. Deswegen bin ich tatsächlich etwas überrascht gewesen jetzt. Ich kann mir nur vorstellen, dass halt ein paar von den Items der Kumanen, gerade die Helme, als Quest-Items gelten können. Und damit man halt nicht die Kumanen aus Versehen tötet und dass man die Kumanen nicht aus Versehen tötet und dann die Leichen, die spawnen, dass dann solche Quest-Items theoretisch da bleiben können oder dahin geschickt werden. Ich vermute mal, es ist hauptsächlich wichtig für andere Quests, jetzt nicht unbedingt für die Quests, die wir jetzt hier tatsächlich gemacht haben, weil es ja theoretisch 5000 Kumanen gibt, die wir töten könnten. Also wir könnten ja auch einfach auf die Suche gehen nach einem Kumanen, der uns beispielsweise random überfällt. Aber ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich für irgendwelche wichtigen Quests ist, wo es extra wichtige Quest-Items gibt. Es kann auch sein, dass ich vielleicht aus Versehen irgendwo, dass ich aus Versehen irgendein Item zu einer Leiche gepackt habe. Aber ich wüsste nicht, was. Ich meine, Alter, jetzt habe ich zu viel geredet und nicht richtig aufgepasst. Ich meine, das Einzige, was ich auch weggeworfen habe, sind ja die Pilze gewesen. Das kann es also auch nicht sein, oder? Pilze werden es ja wohl nicht sein. Die vergammelten. So, da bin ich mal gespannt. Was kannst du mir denn über Kumanen erzählen, Kollege? Bist du das? Brinus. Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Ja, ja. Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Naja, so ähnlich. Es heißt, du wüsstest, wie Kumanen aussehen. Oh ja. Einmal, wie ich allein durch die Wälder bin. Das interessiert mich nicht. Oh. Aber spar dir die Geschichten, mit denen du dich vor den Weibern brüstest. Also, sie schmücken sich mit Rabenfedern, weil... Aha. Eine schwarze Henne ginge auch. Aber die haben keine Zauberkräfte. Stimmt. Mach's gut. Okay, ich muss an Rabenfedern kommen, oder wie? Darf ich das verstehen? Ach Gott. Finde ein paar schwarze Federn. Beschaffe Rabenfedern. Ich glaube, das könnte etwas sein, was wir vielleicht bei einem Alchemisten kaufen können. Das klingt wie eine alchemistische Zutat, theoretisch. Weil die angeblich magische Kräfte haben. Ist die Frage, gibt's in Thalmberg gibt's keinen Alchemisten, oder? Nee. Ich meine, ich könnte auch ein schwarzes Huhn finden, wie ja gesagt. Oh, warte, da ist was zu essen. Ich könnte auch ein schwarzes Huhn finden und das töten, aber dann müsste ich jemanden sein Huhn töten. weiß nicht, ob das so die beste Idee ist. Außerdem weiß ich gar nicht, ob ich schon mal ein schwarzes Huhn irgendwo hab rumrennen sehen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Federn. Ich denke, am besten ist, wenn wir bei einem Alchemisten einfach mal vorbeischneiden. Ich würde aber sagen, wir hören uns erstmal an, was wir noch so alles brauchen. Da gehen wir als nächstes mal zur Olena. Ich bin ja mal gespannt, wie unser Kumane am Ende aussieht. Das klingt dann auch wie etwas, das niemals, niemals irgendwem Angst einjagt, wenn wir wahrscheinlich alles zusammenpacken.
Kann ich mir vorstellen. Aber okay, ich meine, es ist ja nicht meine Entscheidung. So, die Frau des Fischers, hatte er gesagt, ne? Hallo, hier gibt's auch nochmal was zu essen. Ich glaube, hier rum ist besser. So, hier ist der Jäger, um den kümmern wir uns natürlich auch noch. Um den werden wir uns sicher auch noch kümmern. Aber erstmal wollen wir von Olena jetzt wissen, was wir noch brauchen. Außer Federn. Muss mal gucken, vielleicht kann man das auch bei normalen Händlern kaufen, Federn. Mal leicht vorstellen könnte ich es mir, dass das vielleicht auch ein stinknormaler Händler hat, die Federn. Ist da jemand? Hey, wer ist da? Ist hier ein schwarzes Huhn? Ah ja, sieht irgendwie nicht so aus. Die sehen normal aus. Meine, die haben hinten theoretisch schwarze Federn, aber ich weiß halt nicht, was ich alles looten kann von Hühnern. Das ist das Problem. Ich denke, wir kaufen einfach welche. Es geht am einfachsten. Ist da Wasser drin? Ah, danke. Kann ich mir mal das Blut aus dem Gesicht waschen. So, hallo, Frau des Fischers. Du weißt über die Kumanen Bescheid? Reißzähne. Ja, sie tragen Wolfszähne, damit sie im Dunkeln unsichtbar werden. Aha. Dann schleichen sie durch die Nacht leise wie der Tod. Das ging ja schnell. Reißzähne. Lebe wohl. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht gelernt, oder? Ach, warte mal, stimmt, ich habe eine Hauptstufe. Habe ich ja einen neuen Perk, den ich lernen kann. Oh Gott, ich habe so viel. Was kann ich denn hier alles lernen? Content. Solange du dich nicht bewegst, bleiben deine Müdigkeit und dein Hunger unverändert. Ah. Ach so, das sind diese, die halt das eine verstärken, das andere nicht, ne? Asket. Ich mag so diese Halb-Halb-Sachen nicht. Ich nehm einfach mal das. Dann verlieren wir beim Warten keinen Hunger mehr und keine Energie. Das ist ja eigentlich sinnvoll. Dann ist das zwar nicht wie schlafen, aber dann können wir besser warten. Beschaffe Bobs. Ich wollte eigentlich gerade gucken, ne? Ob ich... Beim Jagen hatte ich, glaube ich, das Felle ziehen gelernt. Ah, nee, ich habe Trophäenjägerzähne. Okay, das heißt, wir müssten eigentlich nur was im Wald jagen. Ich meine, Wolfszähne sind ja ganz nett, aber ich habe noch nie im Wald Wölfe gesehen. Ist hier irgendwo ein Jagdgebiet in der Nähe? Ich meine, wir könnten Wildschweinzähne jagen vielleicht, ne? War hier nicht irgendwo ein Wildschweingebiet auch? Ich meine, da, guck mal, da ist sogar eine... Ein Alchemist, bei dem wir mal vorbeischneiden könnten. Hatten wir nicht irgendwo hier ein Wildschweingebiet auch mal gesehen, dachte ich. Auf jeden Fall da, wo wir mit Hans Capon jagen waren, da gab es auch Wildschweine, wenn ich mich recht entsinne. War das nicht irgendwo hier? War das nicht dieses Lager? Also muss es doch in dem Wald hier irgendwo Wildschweine geben, oder? Ja. Also zumindest wollte der ein Wildschwein jagen und wir haben auch eins gesehen, daran erinnere ich mich noch. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt als Gebiet direkt ausgeschrieben war. Also dann gibt es wahrscheinlich auch irgendwo da ein Gebiet in der Nähe, das ausgeschrieben ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Rehzähne auch zählen. Die sind aber wahrscheinlich nicht schneidezähnenmäßig genug. Aber wir können auf jeden Fall mal Wildschweinzähne. Ist, denke ich, etwas, was wir theoretisch mal probieren können. Ist die Frage, will ich jetzt erstmal noch kurz hier ein bisschen durch den... Aber wo ist denn dann das Wildschwein? Das müsste das Lager sein, wo wir uns mit Hans Capon niedergelassen haben, ne? Gehe ich mal stark von aus. Oder war es das? Ja doch, das muss das gewesen sein. Muss da auch irgendwo Wildschweine gegeben haben. Ah, na gut. Wir fragen erstmal, was wir noch brauchen. Nicht, dass ich mich jetzt hier irgendwie... dass ich jetzt hier irgendwie ganz komisch erstmal rumsuche nach allen möglichen Sachen und dann fällt mir auf, hey, du brauchst doch noch irgendwas anderes aus dem Wald. Wer weiß, vielleicht brauche ich noch irgendeine besondere Pflanze, die ich im Wald pflücken muss. Wobei ich da wahrscheinlich auch einfach zu der Alchemistin gehen würde. Ich glaube, Wolfszähne verkauft die nicht. Das ist wahrscheinlich eher was, was... Oder generell Zähne, das ist wahrscheinlich eher was, was man mal beim Jäger kaufen würde. Gehe ich mal stark von aus. Das ist eher so ein Jägerding. Ich meine, wenn wir jetzt eh in U-Schütze sind, können wir ja sicher mal fragen. Können wir bei der Alchemistin ja mal vorbei. Das war die, die uns ja damals den Auftrag mit den Frauen gegeben hat. Oder die bei dem Auftrag mit den drei Frauen, die sich in der Nacht ein bisschen seltsam benommen haben. Wenn man das so sagen darf. Die uns da was von der Salbe erzählt hat. Die müsste, glaube ich, auch Federn in ihrem Angebot haben. Wenn die noch mit uns spricht. Die ist ja sausauer gewesen. Sausauer. die ist ja sauer gewesen, dass wir die Leute haben töten müssen, obwohl es ja gar keinen anderen Weg gab. Deswegen hoffe ich mal, dass sie uns trotzdem irgendwas verkauft. So, wo sitzt die Olle denn hier? Ach so, nee, stimmt, das war doch beim Pferdemann, ne?
bei dem Pferdemenschen hier, bei dem Pferdeverkäufer, wenn ich mich recht entsinne. Der war doch hier irgendwo. Oh Gott, wo war er denn? Uschitz ist recht groß, muss man sagen. Es hat zwar keine Stadtmauer wie Rattay, aber es ist gar nicht mal so klein. Es zieht sich halt auch an einem kompletten Fluss vorbei, ne? Äpp. Ich renne hier einfach mal querfeldein. Da bin ich, glaube ich, ohne Pebbles schneller. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der mir noch zu erzählen hat. Wird ja immer abenteuerlicher, was ich da noch an meine Rüstung klatschen soll. So, der Gehilfe hier. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Ja, das hoffe ich auch. Und zwar... Haben wir das nicht geklärt gehabt? Ich habe das verlorene Pferd gefunden. Ach so. Wirklich? Das ist ja eine Weile her. Ja, wirklich. Bei allen Heiligen. Ich wollte schon mein Zeug zusammenpacken. Hätte ich eine Tochter, würde ich sie dir zur Frau geben. What? Danke. Ja, ein bisschen übertrieben. Pass nächstes Mal besser auf. Werde ich. Okay, so. Es heißt, du wüsstest über die Kumanen Bescheid. Mein Meister drischt mich, wenn ich wieder Geschichten erzähle. Aber es ist alles wahr. Ich tu dir nichts. Sag mir nur, stimmt es wirklich? Ich schwör's. Ich sehe sie jede Nacht in meinen Träumen. Aha, na gut. Was tragen Kumanen für Rüstungen? Heute von Hunden, die sie in der Nacht erschlagen, damit keine Waffe ihnen was anhaben kann. Danke. Okay. Okay, also mal zusammengefasst. Wir brauchen Federn, Rabenfedern, also, okay, schwarze Federn bzw. Rabenfedern. Wir brauchen Tierzähne bzw. Wolfszähne und Hundehaut. Okay, erlege bei Nacht einen Hund und häute ihn. Boah. Suche Andreas den Wörter. Achso, okay. Ich meine, Hunde werden wir jetzt nicht töten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das ist irgendwie ein bisschen gemein. Aber ich wette, da kann mir ein Jäger doch weiterhelfen. Gibt's hier einen Jäger in Uschitze? Große Frage. Gibt's einen Schreiber? Der Schreiber sollte doch Federn haben. Vielleicht hat der auch schwarze Federn. Kann doch sein, oder? Ich meine, ansonsten würde ich die Alchemistin sehen. Ich meine, ich glaube, Hundehäute ist sowas, das auch ab und an, dass man ab und an auch in diesen Truhen findet, die man hier immer wieder knacken kann, die hier so in der Gegend rumstehen. Zum Beispiel so einer. Sieht mich jemand? Da gibt es manchmal auch irgendwelche Häute drin, das weiß ich. Ich meine, wir könnten auch einfach bei einem Gerber vorbeischneiden, ne? Ah, guck mal, da ist es nämlich, das Hundeleder. Zack. Damit haben wir das. Dann packe ich das bloß aber mal sicherheitshalber. Weil es als gestohlen... Ach komm, ich nehme es mit. Sollte ich dafür belangt werden, hole ich mir einfach hier noch ein weiteres von den Hundehäuten. So, damit haben wir das Hundeleder schon mal. Das ging ja recht flott. Jetzt habe ich natürlich nicht reingeguckt, ob da Wolfszähne oder Rabenfedern drin waren. Aber ich bin jetzt einfach mal von ausgegangen, dass nicht... Also ich kann mir vorstellen, Federn kriege ich entweder beim Schreiber. Aber ich vermute eher bei der Alchemistin. Ich glaube, der Schreiber kann einem gar nichts verkaufen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich werde mal schauen. Ich werde mal schauen. Ich weiß, wir haben ja auch noch eine Quest, die werden wir natürlich auch noch angehen, aber ich will die Quests jetzt nicht mischen. Ihr kennt mich da. Ich will da möglichst das alles schön, dass das halt, weil ansonsten verliert man auch so ein bisschen den Überblick, wenn man anfängt. Gerade, ach komm, hier sind dauernd Diebe, kann das sein? Man verliert ansonsten mit der Zeit halt den... Helfe mir doch jemand! Hallo, warum konnte ich dich nicht aufhalten? Den Überblick gerade, wenn man das dann noch in einem... Ich meine, wenn man das alleine spielt und quasi einfach am Stück kommen. Das wird kurva. So. Genug. Du bist stärker. Ja, ja. Wenn man... Schone mich. Wenn man das quasi... Hast du genug? Ja, ja. Hast mich erwischt. Komm schon. Wir müssen wegen eines Stofffetzens doch kein Trara machen, oder? Komm, auf jeden Fall... Keine Widerrede. Her damit. Hier. Du hast es nicht anders verdient. Hoffentlich ist es dir eine Lehre. Ich werde mein Leben von Grund auf ändern. Na klar. Glaub mir. So, hier, ich hab dein Zeug. Du hast ihn laufen lassen? Ja, ja. Einfach so? Und, hast du die Beute? Ja, hier. Habe ich. Hier, bitte. Danke, diese diebische Elster. Man kann niemandem mehr trauen. Damit du weißt, dass ich nicht geizig bin, eine Kleinigkeit. Danke.
4 Groschen, Mensch, für 3 Verbände, ist abgeizig. Naja, gut. Aber was ich gerade sagen wollte, ich meine, wenn man das am Stück für sich spielt und man weiß beispielsweise, okay, ich spiele jetzt sowieso noch 2 Stunden am Stück, dann kann man das sicher machen, weil man dann das sich ja in Erinnerung behält. Aber hier sind halt, kommen halt alle 2 Folgen, kommt halt eine Folge, ne? Und wenn ich da dann anfange, ich meine, es ist sowieso dann schon immer ein bisschen schwierig, glaube ich. Ich meine, ich kann ja mal bei dem normalen Händler hier vorbeischauen. Und ich glaube, es ist so schon schwierig, da immer alles zu behalten, weil das sich ja dadurch über eine ganze Zeit streckt. Und ich glaube, wenn ich dann noch anfange, halt Quests groß zu mischen, dann wird es erst richtig spaßig. Speisen des Herkules. Fertigkeitsbuch über Stärke. Stärke brauche ich ehrlich gesagt nicht. Hasenfleisch? Wo hat er den denn her? Schuster-Set, aha. Ja, ich glaube, der hat nichts, was mich interessiert. Nee. Habe ich aber auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich wollte nur mal gucken. Wo ist denn der Schreiber hier eigentlich? Der muss doch hier ganz in der Nähe sein. Ah ja, ein Haus weiter einfach nur. Der ist einfach nur ein Haus weiter. Dass man ab und an halt Hundeleder in den Truhen findet, das wusste ich noch. Das habe ich jetzt einfach mal genutzt. Ich glaube, da sieht es mir auch keiner böse, dass ich jetzt in der Nacht keinen Hund getötet habe. ach so, das ist das Schreibersymbol, ne? Tinte und Feder. Ansonsten gucken wir halt mal bei der Ollen im Wald nach, ob die uns Federn verkauft. So, das ist der Vogt, den meine ich nicht, den Schreiber. Gott sei mit dir. So, ah, man kann handeln. Sehr schön. Achso, hauptsächlich Bücher natürlich. Ah, schade, alles Bücher, Bücher, Bücher. Lesebuch, damit kann man wahrscheinlich seine Fertigkeit Lesen steigern, ne? Fertigkeitenbuch, um lesen zu lernen. Will ich das mal mitnehmen? Ich meine, ich kann gut lesen, aber ich meine, ich kann auch ein bisschen mehr. Komm, wir nehmen es mal. Wir nehmen mal die beiden Lesebücher, scheiß drauf. Ich glaube, ansonsten ist ja nichts jetzt erstmal von Belang für uns. Ich meine, ich nehme jetzt nur was mir tatsächlich was bringt auch. Sprechen wir den Preis. Nun, versuchen wir es. Kann natürlich sein, dass der in der Truhe irgendwo eine Feder hat, ne? Wie wär's damit? Ich guck einfach mal bei der Alchemie-Lady. So kriegst du mich nicht rum. Ja, ja. Er ist auch schon ganz schön sauer. Ja, das sollte passen. Sehr schön. Ich glaube, ich guck einfach mal bei der Alchemie-Lady, bevor ich jetzt hier anfange, am helllichten Tag irgendwas zu klauen. Was ist da denn eigentlich noch? Können wir ja mal vorbeireiten. Ganz kurz, ich setze hier mal einen Punkt. Pebbles. Pebbles? Pebbles? Ah, da. Du bist unter dem Haus. Ja, wie soll ich denn da jetzt sinnvoll aufsitzen, mein Freund? Okay. Hat noch geklappt. So, wir können ja mal kurz gucken, was das da noch für ein unerforschter Ort war. Ich glaube, das ist wahrscheinlich irgendein... Ah, das ist ein Schießstand nur. Da können wir theoretisch noch ein bisschen Bogenschießen machen. Aber gut, das ist jetzt auch nicht so weiter wichtig. Ja, die Frage ist halt Wolfszähne. Ich gehe mal davon... Ich meine, wir können ja... Wir breiten ja jetzt eh in den Wald rein. Wir können mal gucken. Ich denke, wir müssen, wenn, dann Wildschwein wahrscheinlich jagen. Also, ich meine, ich weiß es, es gibt keine Wölfe in diesem Spiel, ne, in diesen Wäldern. Zumindest ist mir noch nie einer begegnet. Vielleicht gibt es die so selten, dass die einem... Was war denn das da gerade? Was soll das denn sein? Ich habe keinen Schimmer. Okay. Ich meine, kann natürlich sein, dass die einfach so selten sind, dass mir bloß nie einer begegnet ist. Das mag vielleicht sogar stimmen. Tag auch, was auch immer du mitten im Wald machst. Aber mir ist noch nie einer begegnet. Da wir ja wahrscheinlich irgendwelche Hauer- oder Schneidezähne benötigen, gehe ich halt einfach mal davon aus, dass wir, wenn, dann Wildschweine jagen müssen. Weil ich glaube, Rehe, also man kann ja nur Hasen, Rehe, Wildschweine jagen. Also und Hirsche theoretisch noch, aber die haben jetzt auch keine Schneidezähne in dem, also Schneidezähne schon, aber ihr wisst schon, hier keine Reißzähne. Das war das, was ich meine. Reißzähne brauchen wir ja. Die können wir ja maximal mit den Hauern irgendwie von den Wildschweinen simulieren. Das würde ich dann aber wahrscheinlich so machen, dass ich offscreen einfach durch den Wald reite, auf der Suche nach Wildschweinen. Also erstmal nach einem Wildschweinjagdgebiet, weil da haben wir offensichtlich noch keins. Ich meine, wir waren mal in einem Wildschweinjagdgebiet, aber nevermind. So, meine Gute. So, hast du Gräser und Kräuter. Das ist für Kräuterkunde, das bringt mir noch nichts.
Ah, guck mal, Rabenfeder. Die hat nur eine. Willst du mich verarschen? Ach. Jetzt bin ich noch bei einer zweiten vom... Ach, und schwarze Federn. Ja, weißt du, da ist dann immer eine schwarze und eine Rabenfeder. Das sollte doch hoffentlich klappen. Lässt sich was am Preis machen? Warum feilsche ich eigentlich? Nun? Versuchen wir's. Das ist super billig gerade. Warum feilsche ich hier eigentlich? Hier, nimm. Na gut, einverstanden. Ich hoffe, das geht, dass ich die auch so gemischt nehme und ich muss nicht 2-2 nehmen. Ah, okay, perfekt. Das ist doch schon mal schön. Ja, dann würde ich, pass mal auf, dann würde ich es so machen. Ich meine, wir könnten jetzt bei einem Jäger einfach fragen. Aber wisst ihr was? Ich würde es einfach mal so machen. Ich dachte, wir hätten auch schon mal ein Wildschweinjagdgebiet gefunden. Ich würde es einfach mal so machen. Ich meine, wir wissen hier, ich muss ja eh hierhin zurückreiten, wenn wir alles haben. Ich würde da einfach mal offscreen hin zurückreiten, hier durch den Wald, weil ich bin... Wir waren ja hier mit dem guten Herrn Hans und hier irgendwo gab es Wildschweine und da würde ich einfach mal gucken, dass ich vielleicht ein Wildschwein jage. Ihr werdet quasi sehen, wenn ich wieder da bin, oder ihr werdet dann sehen, wenn ich Jagd auf ein Wildschwein mache. Ich meine, es zählt zwar auch in gewisser Weise dann zu Wildern, wenn wir ehrlich sind, oder? Ist das da nicht auch Wildern so ein bisschen? Für Zähne? Ich weiß nicht so recht. Können ja, weißt du was, wir können ja auch einfach erstmal... Oder was, ich mach's mal folgendermaßen. Ich reite jetzt einfach mal, ich werd mal in Richtung Thalmberg reiten und wahrscheinlich mal bei dem Jäger fragen. Vielleicht hat der Zähne. Ansonsten sehen wir uns das. Ansonsten gehe ich auf Wildschweinjagd. Nichtsdestotrotz werde ich den Reitweg jetzt erstmal ganz kurz offscreen machen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Ja, der Typ hat tatsächlich Wolfszähne, da nehme ich die doch. Der hat sogar echte Wolfszähne, dann nehmen wir die doch gleich. Ich habe auch gleich noch ein Buch über die Jagd genommen, da können wir noch ein bisschen was über die Jagd lernen. Dann passt das ja auch soweit. Ist gut. Dann passt das auch soweit. Dann müssen wir nicht, wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir wollen ja nicht wildern und ich finde halt... Was sagst du dazu? Darauf würde ich fast einschlagen. Ich finde halt, wenn ich jetzt sagen würde, okay, bei der Quest mache ich jetzt das Wildern, aber ich mache keine der anderen Quests fürs Wildern, wäre es ja auch ein bisschen Quark. Ja, das sollte passen. Ne? Seien wir mal ehrlich. So, wie gesagt, bei dem haben wir natürlich auch noch ein paar Quests, oder haben wir auch theoretisch noch eine Sache offen, aber wie gesagt, gleicher Grund. Ich will halt jetzt nicht irgendwie Sachen sinnlos durcheinander werfen. Sorry, so. So, dann benutze ich jetzt auch mal die Schnellreise. Entschuldigung, da musste ich ganz kurz niesen. Warum das manchmal mit der Schnellreise nicht direkt klappt, weiß ich aber auch nicht. Warum man da manchmal doppelt drücken muss. Wir sind, glaube ich, auch in fast allen Dörfern jetzt der Dorfheld, ne? Wie gesagt, man kann ja auch die Alternative skillen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Alternative für einen Sinn hat. Da muss man sich ja aktiv die ganze Zeit wie ein richtiges Arschloch verhalten. Und davon hat man ja in der Regel nicht, sich aktiv wie ein echtes Arschloch zu verhalten, oder? Also gut, man kann theoretisch Leute umhauen und ihnen dann was abnehmen, aber das wird einem ja dann wieder von der Wache abgenommen einfach. Also wirklich was bringt, tut einem das ja nicht. Außer, dass man dann diesen tollen Perk hat, den man aber auch in der anderen Variante haben kann. Wo man halt auch noch gleich ein paar Boni bekommt. Und man kann seinen Ruf, natürlich voll in den Boden bringen, indem man immer horrende Preise verlangt beim Feilschen, aber davon hat man ja am Ende auch nichts. Weil je schlechter der Ruf ist, desto mehr muss man bezahlen. Gott sei mit dir. So, dann. Ich habe alles verflucht. Wunderbar. Komm mit. Wieso dauert das so lange? Ach, was weiß ich. Bereit? Dann setz ihn mal auf. Das sieht doch schon besser aus. Das sieht verdammt gut aus. Ist das nicht so dick aufgetragen? Es ist perfekt. Würde ich dich so im Dunkeln treffen, würde ich mir einscheißen. Ja, echt. Genau so hat ein Kumane auszusehen. Sagt der, der noch nie einen gesehen hat. Ja, ich meine, genau so stellen sich die Leute einen Kuman vor. Ja, das ist nicht übel. Gar nicht mal so übel. Und wir fangen gerade erst an. Na, da bin ich ja mal gespannt. Okay, jetzt habe ich eine Kuman-Verkleidung und eine Kuman-Maske. Nun gut. Und jetzt, Kollegen, was machen wir jetzt damit, ist die große Preisfrage.
Wo sind denn die überhaupt? Sind die jetzt da? Ah ja, da ist er ja. Fritz zumindest. Was wollen wir jetzt damit machen? Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? What the fuck? Ich kann bei ihm nur üben. Na gut, dann wird das wahrscheinlich sich später ergeben. Wo ist der andere denn überhaupt? Hast du was, Andreas? Achso, das ist das mit der Arbeit. Das hatten wir ja schon. Wie steht's? Gibt es hier in der Gegend Probleme? Nichts, womit wir nicht fertig werden. Ist hier in letzter Zeit etwas Interessantes vorgefallen? Bloß das Übliche. Verlorene Schafe und untreue Weiber. Sicher nichts, was dich interessiert. Okay, wenn du meinst. Sicher interessiert mich das. Schafe und Weiber, nichts beschäftigt mich mehr. Wo finde ich sie? Das hat sich erledigt. Die sind in den Wald gerannt. Die Weiber? Die Schafe. Ach, lassen wir das Thema besser. Es steht nichts Besonderes an. Aber ich habe da was läuten hören. Einer deiner Nachbarn wusste Interessantes zu berichten. Wer? Ich kenne seinen Namen nicht. Etwa in deinem Alter. Er meinte, seiner Familie gehört die Skalitzer Schenke. Adam Junior also. Und was hat er erzählt? Er wollte nach Hause zurück, den Schaden in Augenschein nehmen. Und da hat jemand das Haus vor seinen Augen geplündert. Verstehe. Bin selbst an Plünderer geraten. Das ist aber nicht interessant, sondern eher traurig. Christlich ist es jedenfalls nicht. Die Sache ist die, Adams Familie hatte Geld im Keller versteckt. Okay. Ich würde nicht darauf wetten, dass es noch da ist. Der Plünderer hat es bestimmt längst verprasst. Außerdem wird Adams Familie wohl kaum die königliche Schatzkammer versteckt haben. Adam meinte, es wäre genug, um ein ganzes Haus ausbessern zu lassen. Oho. Oder um die Welt zu bereisen. Mag sein, wirkt auf mich aber alles dubios. Ich sehe keinen Grund, der Sache nachzugehen. Verstehe ich, aber was Besseres habe ich nicht. Warum fragst du Adam nicht einfach und guckst, wie weit es dich bringt? Okay, und wo ist er? Hat Adam dir gesagt, wohin er will? Er meinte, er will nach Ratai. Hat dort irgendwas zu erledigen. Wird nicht leicht, ihn zu finden. Im Moment wimmelt's dort von Leuten. Dann wirst du halt rumfragen müssen, oder? Scheiße auch, soll ich dich dabei auch noch an die Hand nehmen, oder was? Na gut, okay, wir können mal gucken. Ich höre mich mal. Das war jetzt aber nicht, was ich wollte. Mach das und frag ihn, wenn du ihn siehst. Vielleicht findest du etwas heraus. Okay, darum werden wir uns aber jetzt nicht kümmern. Da gucken wir einfach mal. Ich wollte eigentlich noch was... Finde den beraubten Mann in Ratai. Ja, gut, die Schenke, darüber können wir ja ein bisschen noch was rausfinden. Das werden wir auch auf jeden Fall noch angehen. Aber nicht jetzt. Jetzt würde ich erstmal gerne noch wissen, ob hier irgendwo Matthäus noch rumsitzt. Weil mich jetzt interessieren würde, was mit der ob wir mit der Kumanenkleidung jetzt was machen. Oder ob das noch ein bisschen dauert. Grüß dich. Bis sie einen Plan ausgeheckt haben. Okay, ansonsten nichts weiter erstmal. Gut, dann würde ich sagen, war es das an der Stelle erstmal. Wir werden hier sicher nochmal zurückkommen. Ich meine, spätestens, wenn wir die Sache mit dem Adam herausgekriegt haben. Den sollen wir ja in Ratai suchen. Das ist ja zum Glück kein großes Gebiet. Wir werden mal schauen. Aber ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es erstmal auf nach Uschitze, weil den Auftrag haben wir schon so viel länger. Und um den wollen wir uns natürlich auch erstmal gucken. Ja, ich meine, ich bin noch nicht ganz sicher, worauf es bei den beiden Leuten hinausläuft. Ne? Mit dem guten Fritz und Matthäus, so ganz ganz sicher bin ich mir bei der ganzen Sache nicht, aber das werden wir sicher sehen. Kann ich eigentlich die Kumanenkleidung so richtig anziehen? Ja, kann ich, ne, aber... Ach, okay, das ist wirklich so, das ist wirklich die... Na gut, okay. Nevermind, die packe ich erstmal bei Bevels rein, mit der muss mich jetzt nicht zwingend einer erwischen. Gut, aber ich würde sagen, wie wir uns dann mal wieder um wichtige Angelegenheiten kümmern, nämlich Ketzer in Uschitze, das seht ihr dann aber erst in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Come Deliverance. Bis dahin, ciao.